Ja, hallo lieben, Christian Schmeier, Partner, Operationscoach, Schlusspsychologe, ist mal wieder Blog und mit dem Thema Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, wir geben uns heute mal wieder in die Tiefen von Dating-Prozessen auf dem Land, in der Großstadt. Und heute ist auch ein bisschen die Frage, glaube ich, bin ich zu streng? Schauen wir mal, gucken wir mal, was ihr meint. Macht die Frage in Kurse. Für die Neuen, die mal wieder neu dabei, könnt ihr in meinen Modulen einfach bei 1 anfangen, kann man eigentlich viel mit falsch machen, also Beuteschema verändern, sonst mit 0 anfangen, wenn du Liebeskummer hast. Oder wenn du dich mehr für meine Arbeit interessierst in der Tiefe, gehen ja auch die Ausbildungen bald los. Ja, findet ihr alles auf meiner Website. Ja, steigen wir doch einfach mal ein, würde ich sagen. Nachricht von Anno Trefskola. Lieber Christian, herzlichen Dank für deine tolle Arbeit, der ich bereits seit 7 Jahren, wow, was haben wir, das ist ja schon viel länger geht, glaube ich, nicht? 7 Jahre in Folge und daraus vermutlich schon einiges gelernt habe. Es ist sicherlich noch Luft nach oben. Vielleicht kannst du mir sagen, ob der Liebeschip-Umprogrammieren-Kurs der richtige für mich ist. Leute, wenn ihr 7 Jahre meine Videos hört, macht euch doch die Mühe oder beziehungsweise die Nicht-Mühe wirklich für Gegenwert von, weiß ich nicht, 10 Pizzas oder so, keine Ahnung, diesen Kurs auch zu kaufen. Modul 1 ist wirklich, auch wenn man meint, brauche ich alles nicht, aber die Videos gehört, die Videos sind immer Anwendungsbeispiele, aber nicht der eigentliche Kurs. So, ne? Ich bin weiblich, Ende 30, beruflich relativ viel im neuen Job eingespannt, weshalb ich manchmal in Sachen Online-Dating unterwegs bin. Wir kennen ja deine Meinung dazu, aber um noch mehr Männer im Leben draußen kennenzulernen, müsste ich noch aktiver an Wochenenden oder nach Feierabend unterwegs sein. Nun zu meiner Frage, bin ich zu streng beim Online-Dating? Ich finde es zum Beispiel unattraktiv, wenn ein Mann sich mit eigenem Haus auf dem Dorf niedergelassen hat und erwartet, dass eine zukünftige Partnerin sich bei ihm niederlässt, ihren Lebensentwurf zu berücksichtigen. Ja, also das finde ich, kann ich auch schon sagen, finde ich zu streng, ja. Sag ich ganz ehrlich, weil jeder, also man weiß ja nie, wenn man einen Partner kennenlernt und man lebt bis dahin sein Leben und wenn man ein Haus haben will, dann lebt man ein Haus und wenn man schon ein Haus hat, das heißt Erwartung. Ich kann ja sagen, ja, ich hätte gerne eine Partnerin, die dann mein schon vorhandenes Haus einzieht. Ja, musst du ja nicht machen. Ne? Also insofern, ja, du findest es vielleicht, willst du vielleicht mit jemandem zusammen ein Haus kaufen? Irgendein Date hat schon ein Haus. Ja, dann passt es halt nicht. Ne? Aber trotzdem wäre ich, also das hört sich für mich halt schon sehr streng an. Das ist gerade, also man sagt immer so, dass gerade Frauen aufpassen müssen, nicht zu streng zu werden, weil scheinbar die Auswahl so groß ist auf Dating-Apps, dass man meint, man könnte so viel aussieben. Das kann aber auch Irrtum schnell sein, ne? Oder heißt das schon nicht kompatibel? Ja, also wenn ihr beide da jetzt völlig festgefahren wärt, klar, wenn man schon ein Haus hat, ist man vielleicht automatisch festgefahren. Wer will denn heutzutage Haus verkaufen und neues kaufen? Der will wahrscheinlich keiner. Und ja, wenn du jetzt sagst, ich will unbedingt ein eigenes Haus haben oder aber ja, wäre theoretisch nicht kompatibel, dann muss man sich schon fragen, ja, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu streng? So, ich kann auf gar keinen Fall beim Mann einziehen, der schon ein Haus hat. Finde ich relativ streng tatsächlich, muss ich sagen, ja. Letztes habe ich ein Gespräch mit einem Mann, der etwa 35 Kilometer entfernt auf dem Dorf dort mit eigenem Haus lebt. Und da wir uns gut verstanden haben, wollte ich erstmal abwarten. Genau. Hier war ich diejenige, die das erste Date verschieben musste, weil es beruflich eine sehr anstrengende Woche war. Ja, wärst du bei mir schon, könnt ihr jetzt von mir zu streng finden, meinetwegen, wärst du bei mir schon on probation gewesen, sag ich mal. Je nachdem, wie das gelaufen ist, wenn du gleich was Neues ausgemacht hättest, wäre alles fein gewesen, wenn es so kommentarlos abgesagt wird. Wäre bei mir schon, hätte ich schon keine großen Hoffnungen mehr, sag ich mal. Aber vielleicht hast du es ja einfach verschoben, das ist doch ja alles wunderbar. Er zeigte viel Verständnis, vielleicht sogar ein bisschen sehr viel. Ah, vielleicht wieder Polaritätsthemen. Kauft mein Buch, nächste Woche kommt es raus. Da ich auch mal ein erstes Videotelefonat verschoben habe. Also du hast schon 2 Dates verschoben. Also da wärst du bei mir schon
Ich glaube, das würde ich schon beenden. Sag ich ganz ehrlich. Also, ihr wollt ja meine Meinung wissen. Ich würde es, glaube ich, schon beenden. Da hätte ich schon keinen Bock mehr drauf. Ne? Würde ich denken, ey, oh, nee, das ist mir einfach zu kompliziert. Also, bei mir wärst du schon rausgefallen hier. So. Zwei abgesagte Dates ist bei mir Dealbreaker. So, warum auch immer, ist mir scheißegal. So, dann wollte er dennoch trotz verschobenem Videotelefonat und Treffen Neues ausgemacht in einer Woche täglich Kontakt halten. Er macht nicht meine Kurse, was soll ich dazu sagen? Nicht das, was ich lehre, kann ich auf jeden Fall sagen. Er, gerade der Mann, sollte sich zurückhalten mit viel Geschreibsel. So. Habe das Gefühl, er könnte nicht genügend in seiner männlichen Polarität sein. Ja, habe ich auch. Und bin vermutlich auch noch nicht genügend in meiner weiblichen. Wer hat dazu dein neues Buch lesen? Ja, sehr gut. Ja, also wenn eins, also es ist für beide Geschlechter eigentlich Polarität, aber Frauen finden es sexy, wenn Männer Grenzen haben. So, ist einfach so, ne? Und du beschreibst ihn jetzt wie jemand, der eigentlich keine Grenzen hat, so, ne? Das ist nicht so sexy, ne? Und gerade Männer, die vielleicht so, ob er das jetzt ist, gar keine Ahnung, die vielleicht so ein bisschen People-Pleaser sind, haben es manchmal schwer dann, ne? Gestern kontaktierte er mich jedoch und fragte, wie mein Tag sei, und ich erzählte, was er vorhatte. Als ich kurz darauf antwortete, kam jedoch 24 Stunden nichts. Ja, okay, das würde mich auch nerven, kann ich total verstehen. Ne? Alter, ey. Ich schrieb ihm dann nach 24 Stunden und sagte, dass es nervt, wenn man mich fragt, was ich mache und wie es mir geht, und da nichts kommt. Fair enough, kann ich nichts gegen sagen, ne? Kann ich auch nicht verstehen. Kann ich überhaupt, vor allem nach diesem Vorlauf jetzt, keine Ahnung. Dass er dann einfach nicht fragen soll. Er rechtfertigte sich und ich empfand die Antwort als Bullshit-Bingo, da wir doch alle 30 Mal täglich das Handy in die Hand nehmen. Ja, okay. Eigentlich habe ich daran gedacht, ihn auszusortieren, da ich mir bei einem Mann, der so viel Interesse vorab zeigt, auch eine Reaktion möchte. Ich glaube, es fuckt dich einfach ab, dass er scheinbar aus deiner Sicht nicht genügend seiner Polarität ist. Und vielleicht hast du ihn auch ein bisschen ah, nee, du kannst ihn ja nicht getestet haben. Nee, hätte er ja nicht getestet. Nee, das macht keinen Sinn. Naja. Christian, nicht aus deiner Sicht zu streng, oder ist das Verhalten in der Kennenlernphase bereits maßgeblich für eine potenzielle Partnerschaft? Naja, sagen wir es nochmal ehrlich, es läuft einfach nicht richtig an, und dann ist auch jetzt, wie du schon sagst, Bullshit-Bingo. Muss man da jetzt, er ist vielleicht genervt davon, dass du zwei Dates abgesagt hast, du bist genervt davon, dass er 24 Stunden nicht zurückschreibt. Kann man für alles jetzt Gründe finden, kann man auch lassen. Vielleicht sollte man einfach sagen, läuft zu holprig an, so, ne? Ja. Er sagte nämlich auch, er wäre von meinen Forderungen genervt und sagte, ich soll mich mal reflektieren. Ich gab jedoch Kontra. Ich bin gespannt auf deine Einschätzung und eine Kursempfehlung. Also jetzt in der Gesamtsache, ich kann da jetzt nicht so einen Satz rausziehen, jetzt frage ich mich schon so ein bisschen, ob du nicht vielleicht zu streng bist und zu viel forderst. Ja, es könnte gut sein. Also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen aus dieser E-Mail, absolut nicht, aber so zwischen den Zeilen kommt das so ein bisschen rüber. Und da wäre so Modul 6 das Richtige, so würde ich mal denken. Weil da ein bisschen geguckt wird, wo man selber einfach zu viel abschneidet und zu viel Grenzen setzt vielleicht. Aber klar, musst du nicht akzeptieren, dass jemand 24 Stunden nicht zurück. Also sagen wir es mal so, ich würde es auch scheiße finden, wenn jemand 24, also ich sag mal, wenn ich jemanden noch gar nicht richtig kennengelernt habe, würde ich 24 Stunden jetzt nicht schlimm finden. Ich würde es nur blöd finden, wenn man denkt, man hat doch gerade eine Frage gestellt, warum kommt da nichts? Das würde ich blöd finden, 24 Stunden nicht. Er hat dich damit genervt, du hast ihn damit genervt, dass du zwei Dates verschiebst. Kann man sich auch fragen, ist das ein Test, wie er reagiert? Ja, also vielleicht kannst du dich selbst reflektieren, vielleicht könnte er sich auch selbst reflektieren, aber wir haben ja nur immer Einfluss auf uns selber. Und ja, hakt es schon mal schon so viel, aber jemand auszusortieren, nur weil er schon ein Haus auf dem Dorf hat, das würde ich zu streng finden, in jedem Falle. Ja, wie seht ihr das? In diesem Sinne, macht fucking Kurse, kauft das fucking Buch. ja, vielleicht fragt ihr euch auch, wie hängen Bücher und Kurse zusammen? Also, Kurse sind halt immer super praktisch und
Bücher, also erstmal geht es bei Büchern natürlich da auch mal um neue Zielgruppen zu erreichen und ja, mehr so ein bisschen theoretische Arbeit zu leisten, sage ich mal. Wobei mein neues Buch, werde ich aber nochmal einen Stream zu machen, einen Livestream, ist wieder sehr praktisch, so wie der Liebescode, sage ich mal, ne? Also auch die Leute, die bei Spiritualität Schnappatmung kriegen, ganz wenig drin. Wieder sehr handfest, sehr psychologisch, Forschung. Und habe mich bemüht, weil es auch viele steile Thesen in meinem neuen Buch gibt, es gut zu begründen, mit Forschung zu unterlegen, damit mir nicht der Kopf abgerissen wird. Und ja, schauen wir mal, wie es wird, ne? In diesem Sinne, bis bald. Vielleicht sehen wir uns ja auch Verlesungen. Ciao, Lieben.